Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es geht weiter in meiner kleinen Serie zum Thema iPhone XS Max. Wie im Unboxing bereits erwähnt, bringe ich natürlich auch bei diesem Smartphone wieder ein Panzerglas auf. Beim XS habe ich mich für ein Panzerglas des Herstellers Spigen entschieden. Damit war ich auch sehr, sehr zufrieden. Leider war das aber nicht kurzfristig lieferbar. Also ich habe von Apple die Benachrichtigung bekommen, dass das XS Max in den Versand ging, deutlich früher als erwartet. Und die einzige Folie, die am Wochenende noch zustellbar war, war die von Omoton. Aber das ist gar kein Problem, weil auch die Omoton Panzerglasfolie kenne ich vom iPhone X, also vom 10er. Und auch da war ich sehr, sehr zufrieden. Von daher hatte ich jetzt auch keine Bauchschmerzen, die zu bestellen. Ja, und die bringen wir jetzt einfach gemeinsam auf. So, ich lege es mal kurz in die Detailcam. Ich habe hier eben schon gesehen, das muss seitlich aufgeschnitten werden. Das Omoton Panzerglas ist sogar noch eine Ecke preiswerter als das von Spigen. Und hier sind gleich 3 Stück im Paket mit drin. Also wenn ihr euch mal verkleben solltet, was auch immer, dann habt ihr noch zwei weitere Versuche. Oder aber ihr habt wirklich einen Freund, der auch das Max hat zum Beispiel, und dann könnt ihr ihm aushelfen. Auch hier ist ein Rahmen dabei. Das heißt, man legt den Rahmen vorher übers iPhone drüber und hat dann eine Positionierhilfe. Also im Grunde kann man das Panzerglas gar nicht falsch, schräg oder wie auch immer kleben. Also das sollte hinterher zu 100% perfekt auf dem iPhone sitzen. Aber das überprüfen wir natürlich gemeinsam. Also einmal der Rahmen, dann ist hier mit dabei, das sind die Tools, also das Alkoholtuch und wahrscheinlich so ein kleiner Rakel. Und genau, hier ist der kleine Plastikrakel, um die letzten Blasen rauszumachen. Hier diese Dustabsorber, sehr schön. Hier ist auch ein größerer dabei. Bei der Folie von Spigen, da waren nur so kleine mit dabei. Damit hat sich das relativ schlecht entstauben lassen, sage ich mal. Von daher ganz gut, dass hier wieder ein größeres mit dabei ist. Genügend Alkoholtücher, hier so ein Mikrofasertuch, das packen wir direkt mal aus. Das brauchen wir ja, um es entsprechend trocken zu machen, nachdem ich es mit Alkohol gereinigt habe. So, das auch zur Seite. Dann haben wir hier wahrscheinlich einmal eine Anleitung, wie das funktioniert. Ja, gucken wir gleich nochmal rein. Und dann dreimal Displayschutz. So, dann schauen wir uns erst einmal das Glas an. So sieht's aus. Ist also jetzt hier bei Omoton eine Variante, wie ihr hier wahrscheinlich schon seht, oder ich hoffe, man kann es gut sehen, die nicht um die Rundung des iPhones rechts und links drüber geht. Das war bei der von Spigen ja der Fall. Die hatte so eine ganz leichte Rundung, auch schwarz eingefärbt. Ist nicht komplett bis zum Edelstahlrahmen des iPhones gelaufen, hat so einen Millimeter davor aufgehört, sodass es zum Beispiel immer noch problemfrei in die Original-Apple-Lederhülle gesteckt werden konnte. Ich denke auch mit anderen Hüllen recht problemfrei. Das habe ich natürlich hier gar nicht mehr, das Problem. Das heißt, die hört im Grunde einmal auf, bevor die Rundung anfängt. Ist für mich persönlich kein Problem. Ich habe es beim iPhone X so betrieben, ein komplettes Jahr, und hatte überhaupt kein Problem damit. Von daher habe ich mich in diesem Jahr jetzt aufgrund der Lieferzeit auch wieder dafür entschieden. Wie gesagt, wenn ihr lieber die kleine Rundung habt, ich verlinke euch das Spigen-Produkt unten auch nochmal. Dann könnt ihr euch das Video vom iPhone XS anschauen, wie ich es angebracht habe. Das sollte sich hier bei dem größeren Display ja auch nicht anders verhalten. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz in die Packungsbeilage, wie das anzubringen ist. Okay, also nicht anders als alle anderen Panzergläser auch. Wir legen das iPhone mal seitlich hin. Ich persönlich schalte das Display immer aus, damit ich das komplette Schwarz habe, um gleich besser feststellen zu können, ob da irgendwie Staub drauf ist oder nicht. Jetzt nehmen wir mal so ein Alkoholpad und machen das Display erstmal ordentlich sauber. Das ist das A und O beim Aufbringen von Display Schutz. Nehmt euch da wirklich Zeit. Nehmt euch da sehr viel Zeit. Ihr ärgert euch hinterher total, wenn ihr Staubeinschlüsse drunter habt oder Schlieren oder Verschmutzungen. Dann könnt ihr direkt wieder von vorne anfangen. Beim letzten Video hat mir ein freundlicher Abonnent sogar als Tipp drunter geschrieben, dass er die Displayschutzfolien immer anbringt nach dem Duschen im Bad, weil da die Luftfeuchtigkeit noch sehr, sehr hoch ist, so dass der Staub im Grunde dann nicht wieder zurück aufs Display fällt, sondern in der feuchten Luft gebunden wird. Sehr, sehr clevere Idee. Ihr könnt das natürlich gerne tun. Bei mir ist es schwierig, weil ich das Video drehen möchte. Privat würde ich es jetzt vielleicht in der Tat auch mal ausprobieren, weil das klingt für mich sehr, sehr logisch. Also das vielleicht als Tipp für euch. So, jetzt haben wir das hier einmal gereinigt. So, das legen wir zur Seite und nehmen hier mal das Mikrofasertuch und machen es einmal trocken. Und dann schauen wir mal. Okay, das fusselt auch nicht so stark. Ich glaube, bei dem Spigen-Tuch hat das ein bisschen mehr gefusselt. Also ich hatte direkt mehr Flusen auf dem Display von dem Mikrofasertuch. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. So, jetzt kommt dann gleich der Dustabsorber zum Einsatz. Ich nehme direkt den großen,
Damit geht das nämlich erfahrungsgemäß bedeutend besser. Ja, das ist schon mal eine ganz andere Geschichte als mit diesen kleinen Teilen da. Also das finde ich extrem viel angenehmer als mit diesen kleinen Stickern, wie das bei der Spiggenfolie der Fall war. So, die kleben richtig, richtig stark. Jetzt gucken wir hier mal schräg drüber. Also am besten wirklich hinlegen und dann auch mal so schräg gucken von der Seite. Dann sieht man eigentlich immer ganz gut, ob irgendwo noch was drunter ist. Das sieht immer gut aus, schön bis in die Kanten rein. Hier legen wir jetzt den Positionierrahmen oben drüber. So, das machen wir jetzt mal. Einfach von oben nach unten drüber legen. Und dann nochmal das gleiche Spiel in grün. Genau, der schnappt richtig ein. Auch jetzt können wir das Smartphone auch problemfrei an den Seiten schön halten, ohne wieder aufs Display zu titschen. Jetzt können wir hier deutlich besser nochmal den Staub wegnehmen. Ich habe jetzt mal ganz kurz in der Anleitung geschaut, ob ich erst die obere Kante oder die untere Kante reinsetzen muss. Da stand jetzt aber nichts Relevantes. Also da war sogar so ein kleines Piktogramm von einem iPhone mit Home-Button drauf. Ich nehme es jetzt einfach mal mit der, so jetzt die Folie schön daneben abziehen, dass nicht neuer Staub da drauf fällt. So, jetzt gucken wir noch einmal ganz kurz. Da ist noch ein kleiner. So, ich setze es jetzt oben an der Notch an und lasse es einfach nach unten fallen. Das sollte ja jetzt perfekt hier drauf sitzen. So, und jetzt einmal mit dem Finger von oben nach unten. Schaut euch das mal an. Unfassbar, das hat sich jetzt wirklich komplett weggezogen seitlich. Genauso soll es sein. Sehr, sehr gut. So, jetzt gehen wir hier einmal hin. Schön festhalten, genau. Oh, das macht einen sehr, sehr guten Eindruck schon mal. Hier ist jetzt so ein Plastikrakel dabei. Das war bei der Spiggenfolie nicht der Fall. So, wir rakeln es mal raus. Ich nehme hier nochmal dieses Mikrofasertuch dazu. Und dann gucken wir uns gleich mal an, wenn alle Blasen weg sind, ob sie wirklich passgenau hier drauf sitzt. Ich mache das mal hinter der Kamera ganz kurz, drück's mal ein bisschen raus. So, da war kaum noch Nacharbeit notwendig. Die Blasen haben sich nahezu von selbst sofort rausgezogen. Das hat wirklich super funktioniert. Ich halte es mal kurz in die Detailcam, dann könnt ihr das Ergebnis sehen. Hier oben die Notch ist bei der Omotonfolie nicht unterm Glas. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass die Kamera nicht abgedeckt ist. Das heißt, bei der Spiggenfolie musst du ja letztlich das Bild von der Kamera durch das Glas von der Spiggenfolie durch. Qualitativ habe ich da aber keine Unterschiede gesehen. Das ging vollkommen in Ordnung. Das heißt, Vor- oder Nachteil müsst ihr selbst entscheiden. Fakt ist, dass die Notch hier oben jetzt einmal frei ist. Hier sieht man es. Ansonsten sitzt es wunderbar zentrisch drauf. Auch die Kanten sind alle schön weich und rund. Auch wenn ich hier unten mit dem Daumen drüber fahre, geht das vollkommen in Ordnung. Also das ist überhaupt kein Problem. Und wenn der Bildschirm an ist, sieht man es, glaube ich, auch ganz gut. Das Panzerglas ist super passgenau. Also direkt da, wo der Screen aufhört, rechts und links, sitzt das Glas auch zentrisch drauf. Von Spiggen die Variante, die ging eben noch so ein ganz kleines bisschen um die Rundung drumherum. Das ist hier nicht so, aber ich nehme jetzt hier einfach mal meine Apple-Lederhülle und packe die ums Smartphone drum. Und dann seht ihr, dass das so überhaupt gar nicht ins Gewicht fällt, weil hier natürlich der Rand von der Hülle auch so ein kleines bisschen über das Smartphone drüber ragt. Von daher ist das vollkommen irrelevant, aus meiner Sicht auf jeden Fall, ob das jetzt um die Rundung drum geht oder eben nicht. Das macht ja einen sehr guten Eindruck. Das Handgefühl ist auch super. Und wie gesagt, Omotone ist ja kein Unbekannter für mich. Die Blickwinkel sind super. Man merkt, also ich merke nicht, ob da jetzt ein Glas drauf ist oder nicht. Das sieht für mich in beiden Fällen tipptopp aus. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Wenn ihr auch ein iPhone Max habt und auf der Suche nach einer Panzerglasfolie seid, könnte natürlich hier die Omotone-Variante mit dem Positionierrahmen eine gute Option sein. Oder aber eben auch die Variante von Spiggen, die ein bisschen über die Krümmung noch mit drüber geht. Ich verlinke euch beide Optionen mal. Da könnt ihr euch das Passende raussuchen. Falls ihr euch für die Spiggen-Variante entscheidet, verlinke ich euch auch nochmal mein Video, wo ich diese Folie bei dem kleineren iPhone XS aufgebracht habe. Dann habt ihr vielleicht da auch nochmal ein kleines How-To. Auch wenn die Displaygröße anders ist, vom Konzept her sollte das ja identisch sein. Also, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal freuen. Und wir sehen uns spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut!